Deutschland stagniert, die Wirtschaft steckt in der Krise und trotzdem geht es uns noch nicht schlecht genug, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Was er damit meint und warum milliardenschwere Subventionen unsere Probleme nicht lösen, das erfahrt ihr in meinem Interview mit ihm. Und damit willkommen bei René will Rendite, ich bin Clemens. Hallo Herr Kater, schön, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich auch, hallo. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 0,2% für dieses Jahr. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Ja, das ist realistisch von der Größenordnung. Es kann auch ein bisschen weniger sein. Aber bei 0,2 ist dann die Nulllinie ja nicht weit entfernt. Und wenn es dann minus 0,1 sind, dann ist der Abstand nicht mehr groß. Aber das ist die Größenordnung, in der sich das Wachstum in diesem Jahr abspielen wird. Interessant, denn normalerweise ist die Bundesregierung ja immer etwas optimistischer bei ihren Prognosen und muss sie nachher nach unten korrigieren. Naja, wir sind auch bei minus 0,1 zurzeit, ja. Also könnte die Regierung doch zu optimistisch sein? Der Abstand ist also so, wie er sonst auch ist. Die Bundesregierung ist in der Tat häufig etwas optimistischer als der Markt. Liegt natürlich auch daran, dass der Markt mehr oder weniger täglich ja alle Indikatoren einpflegt in die Prognosen. Und es hat sich in den letzten Wochen der einfach nichts getan nach oben, ja, für die deutsche Konjunktur, sodass also die Prognosen eher abgesackt sind und die Bundesregierung kommt ja nicht jeden Monat mit einer Prognose raus. Sie waren ja auch mal zuversichtlicher. Sie hatten ja mal ein Plus von 0,6% vorausgesagt. Das ist schon eine ganze Weile her, aber in der Tat, es ist so, dass sich sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr eben keinerlei Aufwärtsbewegung gezeigt hat. Jetzt kommen natürlich auch noch momentane Unterbrechungen mit den Streiks dazu. Die werden zwar alle wieder aufgeholt, zum großen Teil zumindest, aber das schlägt natürlich auch auf, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal und das wird unter Wasser liegen und damit haben wir dann 3 Quartale negatives Wachstum, also Rückgang des Bruttoinlandsprodukts und das ist schon eine ausgewachsene Schwächephase. Christian Lindner nannte das schwache Wachstum peinlich, zu Recht? Na, ich glaube, dass die Schamgrenze ist bei Menschen sehr unterschiedlich. Finde ich auch jetzt nicht unbedingt eine Charakterisierung der Wirtschaftsaktivität. Man muss sich als Regierung, als Wähler, als Person die Frage stellen, was ist das Ziel? Was ist die wirtschaftliche Zielrichtung, die man anstrebt? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Antworten drauf. Die einen sagen, dass sie schon danach trachten, auch materiell größeren Wohlstand als in den letzten Jahren, als die Vorgängergeneration, als das jetzt der Fall ist, beispielsweise zu haben. Und das bedeutet einfach tatsächlich, dass die materielle Versorgung mit Leistungen, Gütern und so weiter für viele wichtig ist. Anderen ist es nicht wichtig. Die sagen, dass das Wirtschaftsgeschehen gut genug ist, man ist wohlhabend genug und man hat eher die Besorgnis, dass die Ressourcen des Planeten eben zu sehr in Anspruch genommen werden, wenn man halt noch mehr hat. Das sind die beiden gegensätzlichen Pole in der Diskussion, die wir zurzeit haben. Und ganz klares Bekenntnis zum ersten Teil, das heißt zum Wachstum, bekommt man ja auf regierungsseitig jetzt nicht so ganz explizit. Ja, also da ist die Frage schon, wie ist eigentlich die Bundesregierung aufgestellt? Hat sie das Ziel, das Wachstum in Deutschland voranzutreiben für sich selbst? Wenn ja, dann ist es tatsächlich peinlich, dass es eben so schlecht läuft. Dann hätte Christian Lindner eine Interpretation oder das wäre eine Interpretation, wo ich ihm dann folgen könnte. Woran machen Sie fest, dass die Regierung nicht das Ziel hat, das Wachstum voranzutreiben? Naja, weil die Frage der Verbesserung von den Hindernissen, denn es muss ja an irgendwas liegen, dass es so schwierig ist mit dem Wachstum in Deutschland, dass die Zahlen so schlecht sind. Die Verbesserung dieser Hindernisse, das heißt, das aus dem Weg räumen, so eine geringe Priorität aufweist im Regierungshandeln. Wir dürfen natürlich, denke ich, schon nicht unfair sein. Es gibt sehr viele externe Herausforderungen. Nicht nur die Regierung Merkel ist mit Krisen gestartet, sondern natürlich auch die jetzige Bundesregierung. Die Geopolitik ist sehr unruhig. Die politischen Verschiebungen sind extrem. Das ist sicherlich etwas, was
die Regierung die politischen Kräfte in Atem hält. Aber dass eben die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Richtung auf Verbesserung so weit hinten runterfällt, das ist schon bemerkenswert. Wir haben ein Wachstumsförderungsgesetz, was als ein Wachstumschancengesetz, was als Volumen wenige Milliarden umfasst, was nochmal zusammengestrichen wurde und was die eigentlichen Themen, das heißt also Verbesserung beispielsweise bei Regulierung und so weiter, gar nicht angeht. Und das Spektrum von Maßnahmen, was man ins Auge fassen kann, wenn man die Standortbedingungen verbessern will, ist ja riesig breit. Das schreit eigentlich nach einer Herangehensweise, wie wir das bei den letzten Reformen vor 20 Jahren im Arbeitsmarkt erlebt haben. Das heißt also, eine ganze Liste von Reformthemen aufzustellen. Damals hieß das Agenda, ob man das jetzt wieder Agenda nennt oder nicht, ist eher eine semantische Sache. Aber so ein Programm zur Verbesserung der Standortbedingungen in Deutschland aufzurufen. Und da kommt eigentlich kaum was. Dabei sind sich ja alle einig, was getan werden muss. Da ist ja immer die Rede von Bürokratieabbau, Digitalisierung, besserer Bildung und so weiter. Und trotzdem kommt es kaum voran. Ja, das ist in der Tat der Fall. Die Standortdebatte ist jetzt gefühlt so ein Jahr alt, dass sie größer geworden ist, dass man eben merkt, es läuft nicht rund im Wirtschaftsreich hier in Deutschland. Und die Diagnosen sind ja gestellt, Sie haben sie gerade umrissen. Es gibt die Problemliste jetzt schon länger. Umso mehr ist es halt keine Sache der Diagnose mehr als des politischen Willens, das eben zu priorisieren, zu sagen, das ist uns jetzt wichtig und da gehen wir jetzt ran, forciert. Und das findet eben nicht statt. Man muss das vielleicht ein bisschen in zeitliche Beziehung stellen. Immer dann, wenn solche Reformwerke, und da geht es ja wirklich in viele Themen rein, ob das Steuerthemen sind, ob das Regulierung ist, ob das Infrastruktur ist, ob das Bildung ist, was ja auch gar keine Bundesangelegenheit ist. Also wenn es so viele breite Fächer sind, die da zur Verfügung stehen, dann ist die Zeit, dass sich tatsächlich etwas Substanzielles tut, meistens ziemlich lang. Das war damals vor 20 Jahren, als wir große Probleme am Arbeitsmarkt hatten, auch so. Damals war es der Arbeitsmarkt, aber auch hier waren es verschiedene Richtungen, wie man herangehen könnte an dieses hohe Arbeitslosenproblem damals. Sodass es einfach bei solchen Reformdebatten, zumindest nach aller Erfahrung, Zeit braucht, erstmal zu diagnostizieren, dass was schiefläuft. Und dann der Leidensdruck steigen muss. Das war in den 90er Jahren so, als die Arbeitslosenquoten zweistellig wurden und das wirklich zum gesellschaftlichen Skandal wurde. Und wir sind mit unseren Problemzonen jetzt eben noch nicht so lange offensichtlich dabei, dass die Schmerzen eben groß genug sind. Aber wir können uns Szenarien vorstellen, wo diese Stagnationsphase in Deutschland, das heißt also keine Bewegung bei den Leistungen, der wirtschaftlichen Leistung, Gesamtleistung im Jahr, dass sich das noch eine Weile fortsetzt. Also wenn wir das Risikoszenario eines Wahlsiegs von Donald Trump und den Umsetzung seiner Ankündigung, das heißt also die Erhöhung der Zölle, mit den daraus folgenden Ableitungen, das bedeutet ein riesiges Warenangebot, was sich über Europa ergießt, was der deutschen Industrie wahrscheinlich mit Verkaufspreisen unter Kosten extrem zu schaffen machen wird. Mit Gegenzöllen aus Europa gegenüber wahrscheinlich dann Asien, China insbesondere. Dann sind das Szenarien, unter denen das Wachstum in Deutschland auch Richtung 2025 und 2026 stagnieren kann. Ich sage stagnieren kann, weil es gibt sehr, sehr viele andere Faktoren, die noch eintreten können in diesen ein, zwei Jahren in die Zukunft. Aber wenn ein solches Szenario eintritt, dann haben wir dann ist es zumindest möglich, dass wir über einige Jahre hinweg, 4, 5 Jahre, nicht wachsen. Und ich glaube, das wird das Problembewusstsein
dafür, dass Deutschland sich neu erfinden muss und dass dafür bessere Rahmenbedingungen notwendig sind. Das wird ein solches Bewusstsein sehr stark erhöhen und den Reformdruck in Deutschland sehr stark, auch sehr stark erhöhen. Und ich glaube schon, dass wir hier auch bei der Wirtschaftsverfassung, bei den Rahmenbedingungen, dann an einen Punkt kommen, wo es dann deutlich ist, so geht es nicht weiter. Vielleicht nicht mit dieser Regierung. Wir haben ja hier mehr oder weniger die Abarbeitung des Regierungsprogramms jetzt schon, die ist ja schon unterwegs. Ich glaube nicht, dass diese Regierung so eine Kehrtwende aus sich selbst heraus, aus dem laufenden Betrieb heraus hinbekommt. Aber dieser Reformdruck wird eben weiter steigen und ich denke, dass das dann auch irgendwann zu Maßnahmen führen wird. Es geht uns also noch nicht schlecht genug, sozusagen. Wenn man es ganz platt einfach ausdrücken will, klar, ist es ein wenig eine solche Karren-im-Dreck-Theorie, könnte man auch dazu sagen. Warum ist es ein Problem, wenn eine Wirtschaft nicht mehr oder kaum noch wächst, wie wir es ja gerade in Deutschland sehen? In manchen Kreisen gilt ja ein Nullwachstum als durchaus erstrebenswert. Sie hatten das schon erwähnt. Da ist denn von Degrowth und Postwachstum die Rede. Naja, fragen Sie in der Bevölkerung herum und fragen Sie, wer eben sich vorstellen kann, dass er für sich selber seinen materiellen Wohlstand für die Zukunft doch noch etwas höher sieht und sich ein bisschen mehr wünscht. Und Sie werden wahrscheinlich sehr viele Antworten kriegen, die genau das eben beinhalten. In einer Wirtschaft, die wächst, sind solche Wünsche nach verbesserter eigener Position, nach einem höheren Einkommen, die viele wünschen sich ein Häuschen. Viele haben trotz des schon hohen Wohlstandes in Deutschland, den wir erreicht haben, das Bedürfnis, neue Technologien, neue Konsumgüter für sich auszuprobieren und umzusetzen. Also all diese Dinge, die man eben mit einem, ja, sicherlich platten Materialismus bezeichnen könnte, aber bei vielen Menschen steht er dann doch ziemlich weit oben in der Rangordnung. Und in einer Gesellschaft, die wächst, also eine Wirtschaft, die wächst, ist es möglich, solche verbesserten Einkommensmöglichkeiten auch umzusetzen. In einer Wirtschaft, wo die gesamte Wirtschaftsleistung gleich bleibt, kann ein Mitglied der Gesellschaft eben seine eigene materielle Position nur verbessern, indem ein anderes Mitglied der Gesellschaft weniger hat. Also das ist eine reine Umverteilungsthematik. Und das wirft gesellschaftliche Diskussionen auf, wem soll man etwas wegnehmen, um es dem anderen zu geben. Das sind ja auch teilweise durchaus schon Anklänge an Verteilungsfragen, die wir hier haben. Also rein aus dieser politischen und der Idee des Miteinanders heraus sieht man, dass in einer wirtschaftlich stagnierenden Gesellschaft die Konflikte und Verteilungsthemen rund um das Material, die materiellen Themen zunehmen. Ein zweites Thema, glaube ich, ist, dass wachsende Gesellschaften ja nicht nur mehr an Volumen und Masse von Gütern produzieren und auch verbrauchen wollen, sondern dass in prosperierenden Ökonomien auch der Fortschritt, das heißt die Entwicklung von neuen Produkten und Themen nach aller Erfahrung lebhafter ist und mehr geschieht als in stagnierenden Gesellschaften. Und vor dem Hintergrund ist eben auch die technologische Entwicklung verbunden mit dem Wachstumsbegriff, übrigens auch ganz materiell. Denn als Wachstum wird ja nicht nur gezählt, wenn neben einem Kühlschrank noch ein weiterer Kühlschrank gebaut wird, sondern auch die Verbesserung, die technologische Verbesserung von Produkten zählt als Wachstum. Und die Bewältigung von Herausforderungen, ob es technologische Herausforderungen sind oder auch Umweltherausforderungen, die gelingt eben besser, je weiter die Technologie entwickelt ist. Und in einer Gesellschaft, in einem Politikansatz, der auf Wachstum keinen Wert mehr legt, könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, naja gut, dann muss eben diese ganze technologische Verbesserung angeordnet werden. Das macht dann der Staat. Aber wir bewegen uns dann eben in Richtung von
Wirtschaftsvorstellungen, die nach aller Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, man kann sogar sagen aus den letzten Jahrhunderten, nicht besonders erfolgreich ist. Und am Ende die Leistungsfähigkeit, die gesamte Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft zurückgeht, wenn man eben sagt, wir brauchen kein Wachstum mehr, wir wollen uns in die Postwachstums-Ära hinein begeben. Mal ganz zu schweigen davon, dass wir auch einen internationalen Wettbewerb haben und dass man in einer solchen Gesellschaft dann wahrscheinlich sehr schnell feststellen wird, dass man hinter andere Gesellschaften zurückfällt. Und der Begriff von Reichtum und Armut ist ja niemals ein absoluter Begriff, sondern immer der Vergleich, ja, ob das mit dem Nachbarn ist oder die oder in dem Fall der gesamten Welt. Und wenn es dann so ist, dass neue Technologien dann eben in Asien verfügbar sind, hier aber nicht, ob das medizinische Technologien sind, ob das Umwelttechnologien sind oder andere fortschrittliche Neuerungen, dann glaube ich, dass viele sich auch fragen, ob diese ja, vorsichtige Einstellung zum Wachstum die richtige ist. Gerät mit einem schwachen Deutschland auch der Euro wieder unter Druck? Die Wirtschaftsstärke Deutschland ist ja eines der Fundamente für den Zusammenhalt der Eurozone. Deutschland ist zwar die größte Ökonomie im Euroraum, knapp 30%. Und Deutschland ist von der finanziellen Stärke auch ganz wichtig für die Stabilität des Euroraums. Aber diese finanzielle Stärke ist noch ein Trumpf, den Deutschland im Ärmel, auf der Hand hat. Die finanzielle Stabilität der deutschen Wirtschaft, was die Unternehmen angeht, Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist hervorragend, als auch immer noch die Staatsfinanzen, zumindest wenn man nicht die Belastungen aus den nächsten Jahrzehnten drauf addiert. Also die augenblickliche Situation ist sehr gut und die wird auch nicht in 2 Jahren vollkommen zerstört. Aber natürlich können wir uns vorstellen, dass insbesondere, wenn wir diesen Weg gehen, zu sagen, wir wollen nicht mehr wachsen, wir wollen nicht mehr dafür sorgen, dass die Angebotsbedingungen verbessert werden. Aber wir müssen natürlich die Nachfrage und auch den Willen der Menschen nach materiellem Wohlstand weiterhin Genüge tun. Und wir kommen auf die Idee, über das Sozialsystem umzuverteilen und das auch Kredit zu finanzieren. Wenn man das dann 5 Jahre lang oder 10 Jahre lang macht in Deutschland, dann haben auch wir wahrscheinlich eine Schuldenquote von über 100%. Und dann geht die finanzielle Solidität verloren. Und dann ist in der Tat auch die Auswirkung auf den Euro vorhanden. Sie sprechen die gute Finanzlage Deutschlands an. Müsste Deutschland das jetzt nicht mehr in die Waagschale werfen? Die USA machen es ja gerade vor mit Investitionsprogrammen wie dem Inflation Reduction Act. Ja, das ist unsere Herangehensweise, dass wir sagen, wir haben hier ein Problem, es läuft nicht mehr so richtig, das Wachstum ist nicht mehr da, wir haben Bildungsprobleme, wir haben demografische Probleme, wir haben Infrastrukturprobleme und wir reservieren dann gleich im Kopf einen gewissen Geldbetrag, der dann da draufgeschmissen wird und wir glauben, dass damit das Problem dann gelöst wird. Und das ist nur, glaube ich, die Hälfte der Geschichte. Man kann noch so viel Geld beispielsweise für Infrastruktur bereitstellen, wenn die Genehmigungsverfahren so lange dauern, dass man das Geld nicht verbuddelt bekommt, dann nützt ein solcher Geldbetrag nichts. Man kann Gelder für Wirtschaftsförderung bereitstellen. Wenn diese Wirtschaftsförderung nicht clever gemacht ist, dann ist das Geld verschwendet. Insofern einfach diese einfache Gleichung, Problem auf der einen Seite, Geld auf der anderen Seite und dann gleicht sich das alles schon wieder aus, das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Kann man auch, glaube ich, sehr gut an dieser Thematik, die Sie gerade aufgerufen haben, erklären. Dieses vielbeschworene Subventionsgesetz in Amerika, Inflation Reduction Act, ist eine unglaublich billige Lösung. Das sind 370 Milliarden Euro, US-Dollar, die der amerikanische Staat, die Regierung Biden da aufgerufen hat, auf 10 Jahre. Wenn man das mal umrechnet, das ist noch nicht mal 0,2% pro Jahr des US-Bruttoinlandsprodukts. Das ist von den Volumina eine extrem niedrige Summe. Es ist ein sehr billiges Programm. Die Europäische Union hat Finanzmittel zur Förderung aufgerufen, die wesentlich höher liegen. Wir haben in Brüssel 500, 600, 700 Milliarden zur Förderung der Transformation in Europa. Und trotzdem laufen die Unternehmen alle wie die Lemminge in die USA. Vordergründig wegen der Förderung, die in der Tat cleverer gemacht ist.
die nicht große Vorschriften macht, was man nun, in welcher Technologie man nun zu investieren hat und riesige Antragsverfahren und Gutachtenverfahren, also riesige hohe Hürdenaufbau zur Verwendung der Mittel, sondern die relativ pauschal sagt, alles, was eine CO2-Reduktion bringt, wird steuerlich gefördert. Und das ist sehr attraktiv für die Unternehmen. Das heißt also, es ist schon ein Grund für Unternehmen zu sagen, ich habe hier eine Investitionsentscheidung. Ich kann das in Europa machen, ich kann es in den USA machen, aber in den USA habe ich eine sehr, sehr effektive Förderung. Aber das ist auch nicht die ganze Geschichte einer solchen Entscheidung, sondern es sind eben auch viele, viele andere Bedingungen, die in der US-Wirtschaft einfach für Unternehmen leichter sind, besser sind. Und das Gesamtpaket fällt dann so aus, dass viele Investitionsentscheidungen im Augenblick Richtung in die USA fallen. Das heißt aber nicht, dass es die Förderung dieses Inflation Reduction Acts ist, ausschließlich, die Unternehmen nach Amerika locken. Und es heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass wir nur genug Geld in die Hand nehmen müssen und dann kommen die Unternehmen alle wieder hierher. Die Unternehmen kommen vielleicht, wenn sie 12 Milliarden für eine Fabrik bekommen hier, aber die Frage ist dann, wie lange steht die Fabrik und was hat sie wirklich für Effekte? Also mein Plädoyer ist, nicht immer nur in Fantastillionen von Geldsummen zu denken, wenn man ein Problem hat, sondern auch in den Strukturen für die Menschen, die das Problem ja dann irgendwann lösen müssen, zu denken, eben die richtigen Anreize zu setzen. Verstehe. Welche Rolle könnte die Geldpolitik spielen, damit wir aus diesem Wachstumstal herauskommen? Brauchen wir schnelle Zinssenkungen, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen? Die Geldpolitik hat nicht die Aufgabe, Wachstum zu erzeugen. Die Geldpolitik hat die Aufgabe, die Währung preisstabil zu halten. Allenfalls, und darin liegt schon die Kunst der Geldpolitik, soll die Geldpolitik mit ihren Instrumenten so hantieren, dass sie unter geringstmöglichem Aufwand ihr Ziel erreicht. Also ganz konkret, wir haben eine Rieseninflation gehabt in den letzten Quartalen, 10% im Oktober 2022. Und die Geldpolitik ist jetzt schon aufgefordert gewesen, da was gegen zu tun. Sie hat den Zinshebel in der Hand, sie kann die Zinsen nach oben bringen und damit die Wirtschaft verlangsamen. Das gefällt der Wirtschaft natürlich nicht, weil die Konjunktur verlangsamt wird. Das heißt also, die Inflationsbekämpfung hat Kosten. Und man kann einer Notenbank schon auch die Aufgabe geben, nicht nur in jedem Fall die Inflation zu bekämpfen, sondern auch im zweiten Schritt diese Inflationsbekämpfung zu den geringstmöglichen Kosten zu machen. Das ist das Feld, auf dem sich die Notenbanken bewegen. Und die EZB hat das ganz gut gemacht. Sie konnte der Wirtschaft einen rasanten Zinsanstieg nicht ersparen und damit eben auch die Einbremsung der Konjunktur. Das heißt, sie hat die Gewitterwolken gewissermaßen mit herbeigeholt. Denn die Wirtschaft musste abkühlen, um eben die Inflationsraten wieder nach unten zu bringen. Aber es gibt durchaus eine Diskussion, gerade jetzt, gerade in dieser Zeit jetzt hier, in diesen Tagen, in denen wir reden mit den neuesten Zentralbankentscheidungen, mit den neuesten Inflationszahlen. Es gibt durchaus eine Diskussion darüber, wie viel Restriktion denn notwendig ist. Wir haben jetzt Zinsen in Europa von 4,5%. Beim Leitzins, beim Einlagensatz 4%. Und da ist schon die Frage, ob das noch notwendig ist für das nächste halbe Jahr. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die Notenbank mit den Zinskonditionen der Wirtschaftsleben ein bisschen erleichtern könnte, ohne die weitere Inflationsbekämpfung entscheidend zu gefährden. Das ist das Feld, auf dem die Notenbank sich gegenwärtig bewegt. Und die Diskussionen gehen eben darum, ob im Juni die Zinsen denn dann gesenkt werden können. Und auch aus unserer Perspektive, wie wir die Finanzmärkte betrachten, die Wirtschaften betrachten, ist das durchaus möglich. Aber wir erkennen doch immer noch die faulen Stellen im Apfel der Inflation. Da sind noch eine ganze Reihe von faulen Stellen drin. Und bis die nicht rausgeschnitten sind, kann man auch nicht davon sprechen, dass die Inflationsbekämpfung eben ihre volle Ernte eingefahren hat, dass die Inflation wirklich bekämpft ist. Das heißt also, auch die Zinssenkungen müssen sehr vorsichtig stattfinden. Wir glauben, dass die Finanzmärkte zurzeit immer noch ein bisschen zu euphorisch sind, was denn da möglich ist an Zinssenkungen.
Aber die Inflationsbekämpfung auf den letzten Metern, das heißt also von diesen Zahlen, die wir jetzt haben, 2,5%, 2,7%, es wird auch mal wieder hochgehen auf 2,8%, 2,8% im Laufe des Jahres. Jetzt noch runter auf 2 zu kommen, das ist in der Tat der schwierigste Teil der Übung. Und deswegen sehen wir, ja, Zinssenkungen, die Möglichkeiten gibt es, aber wir werden nicht schnell wieder bei Zinsen von 2% Leitzinsen angekommen sein. Und die Notenbanken haben auch nur oder als Hauptkriterium ihrer Entscheidungen die Entwicklung der Inflation zu berücksichtigen und eben nicht das Wachstum oder die Wünsche von Regierungen oder Finanzministerien, die natürlich sagen, macht die Zinsen niedriger, schüttet uns mehr Gewinn aus, all diese Themen. Das ist nicht die Aufgabe der Notenbank. Welche faulen Stellen sehen Sie denn noch bei der Inflation? Ja, wir haben einen beeindruckenden Rückgang gesehen. Das ist erstmal, um mit der positiven Seite anzufangen, beim Thema Energie, bei auch Nahrungsmittelpreisen, das sind die Dinge, die die Preise auch wesentlich mit nach oben katapultiert haben. Aber wir haben jetzt eben noch zu hohe Preisentwicklungen bei Dienstleistungspreisen. Und die haben mit den ursprünglichen Inflationsursachen, das heißt also Produktionskettenprobleme, Corona, Energiepreise, Ukraine-Krieg, nichts zu tun, sondern das sind schon Zweitrundeneffekte. Das heißt also, da haben wir schon Abstrahlungen aus den eigentlichen Inflationsherden. Diese Preise hängen sehr stark mit der Lohnentwicklung zusammen. Die Lohnentwicklung ist eigentlich noch nicht so weit, dass sie die Kaufkraftverluste aufgeholt hat, die wir erlitten haben. Aber sie ist eben sehr, sehr dynamisch. Das heißt, die Lohnsteigerungen sind schon recht hoch. Die augenblicklichen Lohnsteigerungen müssen sich im nächsten Jahr abkühlen, damit diese Inflationsgeschwindigkeit bei den Dienstleistungspreisen abkühlt. Das ist die große Unbekannte, das weiß auch eine Notenbank nicht, ob das passiert. Aber es ist auch ein Grund dafür, dass man jetzt nicht im Vorfeld schon, sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, das schon alles gut gehen wird, die Zinsen eben wieder auf neutral stellen kann. Es ist insbesondere die Lohnentwicklung, darauf weist auch die Europäische Zentralbank hin und bei allen Treffen der Notenbank steht eben auch die Lohnentwicklung in Europa im Mittelpunkt. Nochmal, es ist nicht so, dass wir mitten in einer Lohnpreisspirale wären, das überhaupt nicht. Aber wir haben eben die Anforderung für die nächsten Quartale, dass die Lohndynamik in Europa langsam wieder zurückgeht. Und dann, das sind dann die faulen Stellen, die dann auch dann damit rausgeschnitten werden. Man sagt eigentlich, dass jeder Zinserhöhungszyklus mit einem Unfall endet. Können wir das dieses Mal vermeiden? Ja, in der Tat. Also es ist in vergangenen Zinserhöhungsphasen und muss man natürlich weit zurückgehen teilweise. Aber solche Situationen hat es in den letzten Jahrzehnten ja immer mal gegeben. Häufig dann eben auch zu solchen Problemen im Finanzierungsbereich gekommen. Das ist aber nicht immer so. Und zurzeit, zum Stand heute, und wir sind bei dieser Bewältigung der Zinsfolgen, sind wir schon weit vorangeschritten, ist es eben nicht der Fall. Und es wird dann den Beobachtern und denjenigen, ob das die akademische Gemeinde ist, ob das die Institute sind, die sich damit beschäftigen, wird es dann eben aufgegeben werden, mal zu schauen, woran das lag. Ein Positivkandidat ist, dass die Finanzierungen recht vorsichtig vergeben worden sind in den letzten Jahrzehnten und dass auch gerade im Bankensektor nach der Erfahrung der Finanzkrise eben in der Tat erstens bei der Kreditvergabe und zweitens aber auch bei den Risikopuffern erheblich draufgelegt wurde, sodass das finanzierende System robuster ist gegenüber einem solchen Zinsanstieg. Aber das sind nur erste Vermutungen. Sicherlich kann man die an Zahlen belegen. Ob das das Gesamtbild ist, muss man dann sich im Rückspiegel anschauen.
wenn die Zinssteigerungsphase wirklich vorbei ist und wenn alle Daten vorliegen, dann wird man sicherlich auch noch genauer sagen können, woran es denn gelegen hat, dass tatsächlich das Boot durch diese Stromschnellen, ja, die der Zinsanstieg jetzt hier aufgeworfen hat, einigermaßen gut durchfährt. Herr Carter, vielen Dank. Sehr gerne.